Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit standen bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Heute feiern wir ein besonderes Fest. Vielleicht könnt ihr es auch sehen im Bild. Hinten bei der Kreuzgruppe die schmerzhafte Mutter, die extra mit Blumen geschmückt ist. Heute ist unser Patrozinium als Ordensgemeinschaft. Wir sind die Schwestern von der schmerzhaften Mutter und heute sieht die kirchliche Ordnung den Gedenktag der Gedächtnis der Schmerzen Mariens vor. Eine kurze Bibelstelle, die uns heute für diesen Tag anvertraut ist, mit der wir heute durch den Tag gehen können. Es wird gesprochen von den 7 Schmerzen Mariens, die es auch in einem eigenen schmerzhaften Rosenkranz zu bedenken, zu beten, zu meditieren gibt. Ich glaube, dass Maria viel mehr Schmerzen gehabt hat als nur 7. Eines davon ist so, dass das letzte, der größte Schmerz beim eigenen Sohn unter dem Kreuz, beim Kreuz zu stehen. Und ich glaube, dass was Maria, oder das, was es für mich heißt, was Maria auszeichnet, ist, dass sie steht unter dem Kreuz. Dass sie in Gott die Kraft bekommt, bei Jesus zu sein, in all dem Leiden, in all dem Schmerz, der dieser Tod oder dieses Sterben, dieses Leiden auch in ihr bewegt hat. Sie, die als Mutter, so wie jede Mutter, eine Mitleidende ist. Und was ich sehr tröstlich finde, ist, dass sie in dieser Situation nicht alleine ist. Sie hat Johannes, der auch dort steht, und Jesus, der sie extra darauf hinweist, der die zwei sozusagen in Beziehung zueinander bringt. So dürfen wir darauf vertrauen, dass auch wir im Leid nicht alleine sind, dass uns Menschen mitgegeben sind auf unserem Weg, egal wie leidvoll er aussieht, die mit uns dort sind. Und Jesus ist auch dort. Und, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben einen Vorsprung gegenüber Maria, die unter dem Kreuz steht. Wir dürfen schon aus dieser Erfahrung auch schöpfen, dass Jesus auferstanden ist. Dass das Leid nicht das Letzte ist in unserem Leben, sondern dass Jesus durch das Kreuz hindurchgegangen ist in die Auferstehung. Maria durfte es auch erfahren, zu diesem Zeitpunkt, wo sie beim Kreuz steht, wusste sie es noch nicht.
So können wir heute all unsere eigenen schmerzhaften Situationen, die wir selber in uns tragen oder die wir auch mit der Welt mittragen, egal ob es jetzt Maria oder die Corona-Krise ist oder viele andere Dinge, der Hunger in der Welt, die Umweltzerstörung jetzt im Schöpfungsmonat, so können wir das heute anschauen. Anschauen, mit hineinnehmen in unser Gebet, in unser Dasein vor Gott. Dieses Leid, das so unfassbar ist und gleichzeitig uns geborgen wissen, dass wir nicht alleine unterwegs sind und dass wir mit diesem Blick auf die Auferstehung in diesen Situationen stehen können.